damit herzlich willkommen zu einem neuen ETS-2-Konvoi. Wir befinden uns heute in Schweden und werden Schweden ein bisschen bereisen. Mit dabei sind Andi, Chris, Gerd und Nick. Hi! Hallo! 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 So, ich würde sagen, wir holen mal unsere Frachten in Göteborg ab. Genau. Beziehungsweise Gerd, Chris muss nach Växjö, ne? Växjö. Dass wir mit Schwerlastzeug unterwegs sind, ist übrigens Absicht, auch wenn jetzt nicht alle von uns einen Gigaliner kriegen. Genau. Aber das macht ja nichts. Und Andi hat sich mal wieder den hässlichsten LKW der Session rausgesucht. Ja. So wie immer eigentlich. Ja, man kann sagen, das kann man doch. Wer ist denn da hinter mir? Wer kann da nicht fahren? Also das war dann bestimmt der Andi. DAF würde ich höchstens dann fahren, wenn halt die Soundmod kompatibel wäre. Warum fahrt ihr rechts geht halt rum? Nicht. Ich muss gerade lang. Ich muss geradeaus. Ja, ich muss ja, du musst wahrscheinlich da vorne abholen. Ja. Warum meckert ihr gerade wegen Differentialsperre? Weil ich muss zu Volvo. Das ist außerhalb vom Hafen. Warum fährt ihr? Dann sind doch vorbei. Wer ist Pecker? Achso, der Chris ist ja Pecker. Leckt sich wieder ein hier zurecht. Nein, das macht ihr ja auch. Oh ja, ich kann direkt hier vorne abholen. Weil ja, du einen schlechten Ping hast und sich das auf uns überträgt. Ich muss erstmal 100 Kilometer fahren für meine Fracht. Also ich habe einen Ping von 21, ich weiß nicht, was du willst. Also bei mir leckt keiner, ich weiß nicht, was du willst. Wow. Bei mir leckt Chris. Das war gewaltig. Kann auch gar nicht sein, ja, ich bin weiter weg als du. Bin gerade noch. Ich hab gerade mal ein bisschen Abstand gelassen. Ja. Ich fahr da mal nach Växjö. Verstreuen wir uns jetzt irgendwie? Ja, warte mal, nach Växjö, das ist doch ein Stück, da können wir doch zusammen hinfahren. Ja, ich mach dann eine Autobahnauffahrt. Weil ich muss jetzt erstmal zum Hafen meine Fracht aufnehmen. Und ich muss zu Volvo, das ist noch ein Stückchen weiter. Ich muss mal gucken, wo wir uns einsammeln. Cool, genau. Warte mal. Ich fahre jetzt erstmal ein Stückchen hier, was ist das schon? Bin ich schon auf der Autobahn erstmal? Ja, ich fahre jetzt einfach zur Autobahn und gebe euch. Und düse erstmal Richtung Dingens hier. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Musst du die nächste ab? Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ich habe das Navi nicht richtig eingestellt. Ich benutze das Fahrzeug-Navi. Ja. Ja, ich muss die nächste runter. Okay, dann warte ich da bei der Ausfahrt. Ach, ist das schön. Endlich mal wieder ETS hier. Genau, endlich mal wieder heizen. Heizen ZF. Void. Elektro. Nee. Warte, ich muss nach Hammer. Oh, ich muss hier auch runter. Hammer Industries hier, so Iron Man mäßig. Ey, juhu. Eins. Noch 40 Kilometer, leck mich doch. Schade doch nicht, dachte Annie ist. Auf wen schließe ich da denn auf? Gerd, bist du das? Weiß ich nicht. Ich fahr Richtung Hafen unten. Nein, das ist nicht Gerd. Ich warte jetzt hier. Andi ist hinter. Quatsch, Chris ist hinter mir. Ich warte jetzt hier auf der. Nee, dann fährt jetzt gerade. Ich meine, Andi fährt vor mir her. Das kann sein. Auch gut. Was ist denn irgendwas zu Volvo? Gelbes? Kann das sein? Kann sein. Nee, ich muss an Volvo noch vorbei. Ach so. Ich muss erstmal gucken, wo ihr seid. Guck mal, da wartest du bei Volvo auf mich, dann fahren wir zusammen zu den anderen. Genau, sehe ich genauso. So, ich fahre in die gesenkte Sau. Seid ihr an der Gabelung links oder rechts abgebogen? Puh. Also wenn du an der Gabelung rechts fährst, dann kommst du zur Ackermannstraße. Oh. Na, rechts geht's Richtung Auto. Rechts geht's Richtung Autobahn. Also, ich bin rechts abgebogen auf die Autobahn, die anderen sind geradeaus gefahren. Hier geht's ich ja nicht bin an aus. Dem Autobahnkreuz unter Göteborg, wo es Köpping geht. Wo muss ich denn hier hin? Ey? Hier ist ja nur eine Ampel nach links. Ja. Entweder VCP oder NS Oil oder noch irgendwas. Ah, nicht geguckt. Noch irgendetwas ist das. Ich guck. Ja. Ich guck einfach, wo ihr steht. Hä? Wo seid ihr denn? Am Arsch ich stehe immer noch. Also ich bin bei Volvo. Ich stehe an der Autobahnausfahrt Göteborg. Ich muss nach Polarfisch. Ja, du mich aus dem Polarfisch. Ja, Fisch, ich fahr doch Aal. Also wir fahren über Växjö, ne? Das so. Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber so. Ich würde sagen, sprechen wir erstmal ab, wenn wir alle unsere Fracht haben, weil vorher ist das. Ja, genau. Ich musste das auf jeden Fall schon mal markieren. So, ich würde gerne den Gigaliner auswählen, geht aber nicht. Ärgerlich. So, wie kann man wenigstens das? Den hier. Kann man, nee, der muss ja, kein Zahnrad, schade, ich kann auch keinen Gigaliner fahren. Ah, dann muss ich jetzt hier gleich abfahren. Joa, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das wann anders nochmal hin. Genau. Wo muss ich denn? Ach, da muss ich.
Nerven wir alle gleich den Gerd. Ach, da ist eine Ausfahrt. Ist ja nett. Ich dachte, ich muss mich jetzt hier irgendwie zwischenquetschen, aber das ist ja recht komfortabel hier. Ja, oh, erstmal hier alle wiederfinden. Komme ich euch irgendwie näher? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich bin der Einzige, der hier steht. Also mir mit Sicherheit nicht. Wo ist denn Gerd? Und Andi auch nicht. Am weil Hafen. Wir sind weit weg. Genau, also wenn dann... Bei Polarline. Denke ich mal Chris, oder? Nee. Ich finde... Eingabe. Prachtmarkt. Moment, ich muss jetzt mal gucken. Also wir fahren ja... Also wenn wir über Vexjö... Da wir ja über Vexjö fahren... Vexjö. Dann wäre wo es sinnvoll... Wo musst du denn abholen in Vexjö, Chris? Ohne Motor? Bei Norfood? Morhun? Ja, Norfood. Bei Norfood. Norfood. Okay, wenn ihr mal auf die Karte guckt, wenn wir, wo die, so darf ich schräg... Erst mal aufsatteln? Ja, darf schräg und... mal da Volvo? Schräg unter der Werkstatt ist doch dieses Autobahnkreuz, dieser Autobahnkringel. Ja, da wo von ja links Richtung oben Jünger auch dann die Autobahn von dem Hafen kommt, ne? Ja, genau, da sollten wir uns treffen. Ja, genau, da stehe ich auch gut, weil da soll ich nämlich auch runterfahren, genau wie Andi. Ja, ich nämlich auch. Stehe ich nämlich. Zu dieser Abfahrt unterhalb von Göteborg, also ja, von der Stadt. Ich. So, Andi, wenn du eine Minute wartest, dann bin ich bei dir. Ich warte. Ich stehe hier und blinke. So, das Ganze nochmal. Siehst du die Autobahn, die du geradeaus runterfährst Richtung Jönköping? Da ist das Autobahnkreuz. Ja. Von der Autobahn, die von Göteborg runterkommt. An dem Autobahnkreuz treffen wir uns. Ich stehe da unten schon. Du fährst eigentlich voll auf mich drauf. Aber dann müsste ich ja jetzt auch schlecht auf dich drauf fahren, oder? So, und dann fahren Oh, Leute, ihr sollt da nicht irgendwie... Auf Wex, ne? Und so. Die fahren sich gerne drauf. Wo nach Wexjö? Norfood. Moment, dann mache ich jetzt auch mal eben ganz schnell, wenn der Nick noch fährt. Wexjö. So, ja, wir müssen... Wo zum Henker ist denn hier Wexjö? Ja, das sieht ja quasi alles auf... Wexjö, wo ist Wexjö? Ah, also Chris steht an dem Autobahnkringel, ne? Genau. Ja. Andi, wenn möglich, bitte wenden. Moment. Dann der muss ich noch ein Stück fahren. Wir müssen hier Norfurt hinten lang. Ja. Nach Norfurt. Mache ich aber trotzdem das andere Navi an. Genau, jetzt muss ich mich auch umdrehen. Scheiße. Nee. Wenn möglich, bitte wenden. Das beste Navi der Welt, ja. Ja, logisch. Aber auch nur wenden, wenn möglich. Ah, nehmen wir einfach ein bisschen Botanik mit, dann geht das. Ich wusste, dass er das sagt. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich als Gigaliner unterwegs bin. Schmarotzer, Elender. Ich komme überhaupt nicht aus den Füßen. So. Und Gerd bildet wie immer das Schlusslicht. Ich komme! Dem Gerd eigentlich das Erscheinen reicht. Gerd, wann hast du... Gerd, ich weiß, was ich dir zu Weihnachten schenke. Ich komme überhaupt nicht aus den Füßen. Eine Schlusslichttafel vom Güterwagen. Wie viele Tonnen hast du denn geladen? Nicht viel. 17? Willst du den Gerd oben sehen? Kann nicht sein, dass du nicht aus den Füßen kommst. Ah, da unten ist der Chris. Ich sehe den grünen Punkt. Chris ist recycelbar. Von 0 auf 100? What? Was kann... Hä? Bist du sicher, dass du den 730 PS Motor eingebaut hast beim Scania? Ja, bin ich. Ist nicht... Ja, vielleicht fährt der Gerd ja gerade bergauf. Ein bisschen, aber trotzdem komme ich nicht aus den Füßen. Ich bin gefühlt 30 Kilometer gefahren und bin jetzt ja, gerade bei 70. Macht nichts, Andi kommt auch nicht aus der Füße, der fährt darf. Ja, ich fahr darf. Ich fahr 96. 98. Ich fahr 101. Chris, es wäre sinnvoll, wenn du noch. Fahr mir mal nach. Irgendwer kommt hier gerade hoch gefahren. Von euch. Der sollte jetzt mal. Gerd ist das. Ja. Der Gerd! Ich hab da eigentlich nur auf den Gerd gewartet, Mario. Ja. Aber du stehst da echt blöd. 620 PS hat er nur, aber trotzdem. Die hat aber so einen komischen Aber das sollte eigentlich gehen. Wobei da vom Hafen hoch geht es teilweise ganz gut hoch. Also es kann schon sein, dass da so ein paar Probleme gab, wegen der Steigung auch. Macht man jetzt so? Ja. Aber mit 620 hast du immer noch mehr PS als Andi. Kannst den Motor ausmachen.
Vergiss aber nicht, die Handbremse anzuziehen, sonst fällst du. Ja, genauso wie du. Dabei habe ich die Handbremse angezogen. Ich glaube, du hast deine Ware verloren. Was? Nee. Hast du die Kugel gedrückt zum Abkuppeln? Nee, aber meine Ware ist noch da. Ah, okay, ich hatte die Handbremse wieder gelockert. Hast du zu viel LS? Ruhe! Jetzt sag mir nicht, der ist umgefallen. Jetzt versau mir die Poente doch nicht, Mensch. Ja, oder die Poente, okay. Oh, lecker. Der ist umgefallen? Ja, ist jetzt nicht umgefallen. Ich bin nicht umgefallen. Nee. Wer? Andi? Fahren alle noch. Schön in Kolonne. Andi ja. Und Nick fahren Kolonne. Kolonne? Gerd kommt hinterher. Nicht Kolonia. Kolonne. Ich geh mir mal ganz schnell meinen Energy-Drink holen. Huch, fuck, wir dürfen übrigens an der ersten Haltestelle, ach Gott, an der ersten Tankstelle direkt mal tanken fahren. Ja, das Tank wäre nicht schlecht. Beinahe alle. Mach mal, du hast wahrscheinlich ein Loch tanken, nein, darf. Nicht Kolonia. Also ich finde LKWO Kolonia besser. Ist mir egal. Hey, 118. Wow. Also ich fahre nur 100. Ja. 119? Ja, Gerd, geht auch einfach. Ich schlag mich gleich. 120? 21? Ich schließ auf. So, achso, wir sind an dem Autobahnkreuz am entsprechenden. Ein Stück weiter. Ja, ja. Nur damit alle Bescheid wissen hier. Ayo, kannst du langsam wieder Gas geben? Haben wir das schon alle? Ach, da stehen sie. Ah, da hinten steht er. Ja, hier Warte stehen mal, wir. Ich geh mal auf die Bremse. Fahr mal vor, Andi. Seid ihr da? Gut. Du darfst dann da auch irgendwann mal bremsen. Pfiou! Ja, da hat Ach, jemand gesagt. Ja, dann können wir weiterfahren, ne? Juhu. Ja. Ich gebe Gas. Sehe ich. Ich hänge in der Bodenwanne. Ich nehme ein Ölbad. Wenn's schick soll gut für die Haut sein. 500 Meter Tankstelle. Genau, da müssen wir auch hin. Was für ein Schicksal. So, vielen Dank, dass ihr dann zugeschaut habt. An der Tankstelle ist dann die Folge schon wieder vorbei. Fahren wir jetzt ernsthaft zur Tanke? Ja, ja, wir fahren zur Tanke, weil ich einen scheiße kleinen Tank habe mit diesem Schwerlastaufbau und der sowieso schon nicht mehr voll war. Dann weil ich damit ja schon die ganze Zeit hin und her gefahren bin. Oh, guck mal, Andi blinkt schon 750 Meter vor der Ausfahrt. Ja, wie sich das gehört. Ja, klar. Ich habe 300 Meter, aber okay. Obwohl, bis Gerd bei mir dran ist, da bin ich wieder auf 100. Polarfisch! Ja, ich hab geräuchert Aal. Andi transportiert ungewaschene Frauen. Lecker! Wie nur ein Zapfhorn? Yep. Ja. Schweden sind aber nicht weit der Technik. Ne? In Schweden tankt man eher Wodka, weißt du? Guck mal, Gerd hat den längst. Das war Russland. Dafür haben die aber nicht so beschissenes Internet wie wir. Nee, die haben gutes Internet. Moment, wir haben gutes Internet. Mann. Chris, warst du tanken? Noch nicht. Ja. Der Kollege vor mir aus dem Schwarzwald kann nicht so schnell. Ja. Also, lieber Gerd und lieber Nick, hört mal auf, unser Internet an Chris zu messen. So, das habe ich doch gesagt. Arschloch. So, für 1200 Euro erstmal getankt. Du hast es aber dicke, wa, Jung? Ja. Er hat flüssig. 991 Millionen, um genau zu sein. Könnt mal Licht anmachen, wa? Könntest. So, Chris, fährst du schon wieder? Ja, ich habe nur für 424 Euro gezahlt. Ja, dann würde ich sagen, können wir mal los, ne? Ja, ich wollte ein schönes Foto machen, so quasi, danke. Ach so. Sag doch was. Wer fährt denn da mit einem hässlichen Volvo-Anhänger? Ich bin das. Aber wir fahren jetzt, ne? Foto hat sich erledigt. Ja. Hast du wenigstens einen machen können? Ja. Erstmal aus dem Quark kommen. Oh, Andi, so zieht man aber nicht rüber. Doch!
Kannst du rüberziehen, Gerd. Komm, Chris, fahr, fahr, fahr! Gerd hat den längsten. Ja. Ja, hallo. Woher weißt du das so genau an? Da mache ich mir auch gerade Gedanken drum. Was ist in Koblenz passiert? Ja. Ja. Es gibt Dinge, über die spricht man nicht. So nach dem Motto, was in Koblenz passiert ist, bleibt in Koblenz, ne? Ja, genau. Wir schweigen und genießen.